Jo, dann begrüße ich euch recht herzlich zur ersten Nachmittagssession. Ich hoffe, ihr habt euch gut gestärkt. Ich schon. Das war auch notwendig, glaube ich, also für mich zumindest. Machen wir jetzt mal was gegen die Nachmittagsmüdigkeit und finden wir raus, ob wir safe sind oder nicht. Ich begrüße Jürgen Busch, Frank Degel und Eva Mosters von der Deutschen Telekom. Ja, hallo an die Runde. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Ich hoffe, ihr hört uns gut oder mich jetzt erstmal. Ich habe mal das schöne bunte Tee mitgebracht, damit ihr wisst, wir kommen von der Deutschen Telekom und wollten mal mit unseren aktuellen Stand zum Thema Safe mit euch teilen. Und zwar gerne mit Fragezeichen. Wer sind wir? Soll ich anfangen? Fang nur an, du bist oben. Ich bin oben, stimmt, ich bin der Erste. Ja, Jürgen Busch, mein Name. Bei der Deutschen Telekom, Schrägstrich T-Online, gibt es noch, oder gab es noch damals, gibt es jetzt nicht mehr, nur noch als Website. Habe ich 2000 angefangen, als Teamlead in der Redaktion. Und seit 2015 bin ich unterwegs als Agile Coach. Und seit 2016 bei der Deutschen Telekom IT GmbH. Also ich habe einen Bereich gewechselt, bin aber beim selben T geblieben eigentlich. Und bin da unterwegs als interner Coach. Genau, mache ich kurz weiter. Ich bin der Frank Degel. Ich bin seit mehreren Jahren in der Deutschen Telekom. Auch wenn man es mir nicht so ansieht, habe ich da schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Gerade das letzte Zitat, was ich gekriegt habe, ich wäre zu jung für mein Alter in der letzten BO-Runde bei uns, dass ich nicht so ganz einsortieren konnte, was ich damit machen soll. Ich habe gestartet in diversen Positionen. Zuletzt war ich Scrum Master in einem unserer aktuellen Projekte und bin mittlerweile jetzt seit knapp 3 Monaten der Release Train Engineer in einer relativ großen Greenfield-Initiative in Safe. Und habe in der Zeit viel gelernt, wollte mit euch heute mal ein paar Eindrücke schildern, was an dem Modell gut funktioniert, was schlecht funktioniert und was man damit eigentlich tun kann. Danke dir. Zum Schluss noch meine Persönlichkeit, Eva Mosters. Ich komme ganz klassisch aus der IT. Ich habe mal angefangen, vor vielen Jahren Softwareanalyse zu betreiben und zu beschreiben, was die Software denn können soll. Habe dann lange Zeit Projektleitung gemacht, zum Schluss noch ein Team geleitet, was sich mit übergreifender Analyse beschäftigt und bin seit 2 Jahren im Team der agilen Coaches, Kollegin von dem Jürgen. Und ich habe so einen Fuß in der klassischen Welt und in der klassischen Telekom und einen Fuß im Agilen und hoffe, dass ich die Dinge irgendwie zusammenbringe und da den großen Blick drauf werfe. Deswegen übernimmst du ja auch den ersten Teil, den ich überhaupt Exakt. nicht erklären könnte. Aber deswegen, wir sind schön divers und das macht dann auch richtig Spaß zusammen. Dann darfst du auch anfangen. Genau, bevor die Eva nämlich erklärt, wo wir herkommen, habe ich mal ein paar Thesen mitgebracht. Und die Eva unterstützt mich jetzt hier. Und zwar sind das zum Teil Zitate, also O-Töne von Leuten, die in Safe oder in agilen Teams arbeiten. Zum Teil sind es Thesen, die wir so aufgeschnappt haben. Und zum Teil sind es einfach Fragen, die sich rund um das Thema Safe drehen. Ja? Und die Idee ist, damit die Diskussion später ein bisschen anzuregen, wenn ihr nicht sowieso schon wildlos diskutiert, sobald wir still sind. Das wären die Trigger. Fange ich auch mit dem ersten an. Ist auf Englisch, ich übersetze kurz. Was treibt eigentlich den Change zu Safe? Was dahinter steht, ist, wer treibt das eigentlich? Wer will das denn? Nächste These. Nein, das ist sogar ein Zitat. Safe war eine Möglichkeit zu implementieren, also Skalierung zu implementieren, aber die im Haus, das heißt beim T, präferierte. Die Frage ist, warum? Safe ist nicht agil, weil du 12 Wochen im Voraus planen musst. Das ist wie Releases. Safe ist nur eine andere Reorg. Der Overhead bei Safe ist viel zu hoch. Das passt hoffentlich mit dem nächsten, nämlich alle Bosse werden ihre Position wiederfinden in der neuen Orga. Das ist ein Zitat. Anderes, Safe löst nicht unsere Probleme.
Was Positives sogar, haben wir auch, ja, durchaus. Das Program Increment Planning hat neue Abhängigkeiten aufgedeckt. Das wussten wir vorher nicht. Eine Aussage: Es gibt keine Mindset-Änderung beim Management. Und der letzte: Die Entscheidung für Safe kam von oben. Das passt dazu. So, das waren die Thesen, die ich mal mitgebracht habe. Und jetzt gebe ich an die Eva weiter. Das ist eine schöne Überleitung mit Safe von oben. Ich möchte euch ein bisschen drin einführen, wie der Kontext ist und wo wir so herkommen. Als Deutsche Telekom, also die Telekom, die in Deutschland Festnetz, Mobilfunk und Ähnliches anbietet und natürlich auch die t-online.de. Wir haben mehr als 700 produktive IT-Systeme. Das ist einfach eine sehr große, komplexe Systemlandschaft. Im Wesentlichen liefern wir klassisch aus, da kommen wir her. Wir haben klassischen Wasserfall gemacht, werdet gleich sehen, dass wir da nicht mehr ganz bei sind. Wir haben massive Abhängigkeiten zwischen den Systemen. Wir haben einen Schreibtischtest gemacht für einen Festnetzumzug vor 2-3 Jahren mit 100 Schnittstellen und da war noch nicht mal das nette Schmankerl dabei, das war Brot- und Buttergeschäft. Und das Ganze steuern wir über eine ganz klassische Hierarchie. Ich vermute, von den Großunternehmen sind ja die einen oder anderen da. So AXA-Kollegen sehe ich da gerade. Das kennt ihr wahrscheinlich. Damit wir das bisher hinkriegen, haben wir ein schönes zentrales Portfolio-Management. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt aus dem wahrscheinlich größten Excel-Sheet Europas mitgebracht, wo wir geguckt haben, welche Demands haben wir, welche Systeme haben wir, in welcher Timebox, weil wir synchronisiert unterwegs waren und haben da unsere Aufhängigkeiten oder Aufwände reingeschrieben. Auch das ist schon Schnee von gestern. Wir versuchen das gerade dezentraler zu machen. Aber das ist das, was lange Zeit hervorragend funktioniert hat. Denken wir zumindest oder dachten wir. Das war die Form, wie wir entschieden haben, was wir machen. Wie wir es machen, war hochgradig synchronisiert. Ich habe mal so ein bisschen einen Einblick in die Release-Planung bei uns mitgebracht. Wir haben feste Timeboxen gehabt. Dazwischen sind bestimmte Dinge passiert. Ich habe das mal ein bisschen farblich dargestellt, dass ich hier eine Analyse, eine Entwicklung und einen Test habe und dann ausliefer und das dann immer sukzessive hintereinander weg. Das war eine Sache, weswegen wir unsere Abhängigkeiten, mit denen auch prima lange leben konnten. Auch das versuchen wir heute zu ändern und machen uns gerade Gedanken, wie kriegen wir mehr Asynchronität drin. Also ich glaube, bisher waren wir ungefähr bei 85% unseres Gelds, was wir verbaut haben, was wir synchron ausgeliefert haben. Wir versuchen da massiv von wegzukommen, ist aber nicht ganz einfach. Wie schon gerade angedeutet, wir kommen aus einer Welt sehr stark synchronisiert, sehr stark zentral gesteuert. Wir versuchen wegzukommen. Es gibt Kollegen, die da sehr früh mit angefangen haben. Einige sind schon seit 8 bis 10 Jahren dabei, das zu tun. Die arbeiten agil. Sehr evolutionär entstanden. Das sind in der Regel sehr überzeugte Teams, die gesagt haben, wir finden das klasse, wir wollen das machen. Wir versuchen auch, unsere Systeme zu entkoppeln, sodass wir auch wirklich agil ausliefern können. Das ist so dieser evolutionäre Ansatz. Der ist da, funktioniert, ist aber, wie ihr wahrscheinlich wisst, nicht der schnellste. Wie kriegen wir das denn schneller hin? 700 IT-Systeme, wenn wir 3 Stück pro Jahr schaffen, sind wir die nächsten Generationen noch dran. Also, wie geht's fixer? Disruptiver Ansatz. Da gibt es ein paar Einzelne, die sind schon agil, sagen, okay, dieser ganze Bereich, der wird auch agil. Da haben wir heute ein Beispiel zu, wie wir damit umgehen. Und die letzte Variante, die wir haben, ist zu sagen, okay, vergiss die ganze alte Systemlandschaft, wir fangen neu an. Wir nehmen uns eine grüne Wiese, bauen da das Ganze als Netzwerk auf, setzen neu auf, stellen natürlich fest, dass wir, was ich jetzt hier nicht ganz so schlimm eingezeichnet habe, nicht ganz alleine auf der Welt sind, auch beim Greenfield-Ansatz. Aber auch den probieren wir aus und da wird der Frank gleich noch was zu berichten. Und damit ihr euch nicht langweilt, gebe ich mal an den Jürgen, damit er erzählt, wie wir das machen. Genau, dann mache ich mal weiter. Ich habe das Thema disruptiv. Ich habe eine kleine Historie mitgebracht. Ich bin bei dem Thema schon ziemlich lange dabei, mit unterschiedlichen Intensitäten. 2015 angefangen. Das Thema ist BDMP, Big Data Management Platform. Das fing an damit, dass wir einen Health-Check gemacht haben. Da waren erstmal nur der Product Owner, erstmal noch in Anführungszeichen,
und der Scrum Master dabei. Da wollten die einfach von uns wissen, wir machen da sowas Agiles, aber was machen wir denn da eigentlich und wie agil sind wir eigentlich? Jetzt brauche ich die Eva, weil die mir jetzt helfen muss. Ich habe nämlich nur zwei Hände, deswegen brauche ich das erste. Also, kleine Runde. Erstmal rausfinden, wo stehen wir. Dann ging es weiter, 2016. Sieht man schon, wir haben mit 4 Teams angefangen. Es wuchs und wir brauchten Synchronisation in irgendeiner Form. Und wir haben es so gemacht, wie wir gedacht haben damals, so brauchen wir es. Wir hatten eine Product-Owner-Runde, die sich einmal die Woche getroffen hat, Prioritäten abgesprochen hat. Wir hatten eine Scrum-Master-Runde, die sich ausgetauscht hat, weil wir hatten ja schon mehrere Teams. Und wir hatten ein Executive-Action-Team. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist kein Bestandteil von SAFe. Das ist Scrum at Scale. Das sind die höheren Führungsebenen, die die Impediments ausräumen sollen, die bei den Scrum-Mastern nicht selbst gelöst werden können. Haben wir eingeführt. Das wuchs weiter. Wir haben noch ein weiteres System dran gebastelt und haben gemerkt, na gut, die müssen wir jetzt komplett auf agil heben. Das können die nicht alleine und die fangen auch weiter unten sozusagen an. Und wir müssen die Systeme zusammenbringen. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Form ein Transition-Team, was sich darum kümmert. So, das sah so aus, dass auch das Management mit dabei war. Scrum Master und die Coaches und die Product Owner haben damit weitergearbeitet. Und in der Runde, nach wirklich langen Diskussionen, kam SAFe. Wir machen das. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wir von innen den Eindruck hatten, wir brauchen noch eine gewisse Struktur und aber auch erkennbar war, dass das, jetzt sieht man es gerade nicht, von oben auch kommt. Wir wollten, dass es in irgendeiner Form zusammenpasst. Deswegen SAFe. Das ist der aktuelle Stand, dass wir SAFe Light machen. Ich zeige gleich, was das bedeutet. Es wird aber dann noch weitergehen, denn ich komme jetzt vom Mittwoch, komme ich von der Veranstaltung. Da bauen wir jetzt da noch was drüber, nennt sich Digital Hub, Business Analytics. Jetzt fangen wir an, uns noch verschiedene Wertströme anzugucken und noch weitere Themen anzuflanschen in dem Versuch, den gesamten Wertstrom abzubilden. Da kommen noch mehr Leute. Es waren so um die 200, 250, die dann da waren. Die kommen dann noch mit rein. Hier sind wir bei 130, grob. Genau. Also brauchen wir wahrscheinlich mehrere Release-Trains und wir gucken uns die Value-Streams an. Wie wir das machen, wissen wir im Moment noch nicht. Wir arbeiten dran. Let's learn. Das ist der aktuelle Stand Mittwoch sozusagen. Ja. Wir haben den Eindruck gehabt, dass der Austausch nicht gut funktioniert zwischen den Teams über einen längeren Zeitraum, zwischen den Product Ownern tatsächlich auch. Also ich hatte persönlich das Gefühl, ich habe mir den Mund fusselig geredet, die hören nicht zu. Ja. Eva hat ja erzählt, wo wir herkommen. Wir hatten das Gefühl, wir müssen vielleicht tatsächlich, und das ist vielleicht ein Teil der Diskussion gleich, Struktur vorgeben, damit die es auch wirklich tun. Weil sie von alleine nicht drauf kommen, selbst wenn wir reden und reden und wollen. Aber ne, deswegen SAFe. Und dieser Ansatz, im Unternehmen ging schon das Thema SAFe rum. Dass wir dann wenigstens die gleiche Sprache sprechen. Noch Fragen dazu? Also im Zweifel können wir die ganz kurz, aber bitte nur kurz. Sonst mache ich einfach weiter. Der Frank möchte ja auch noch reden. Genau. Wie sieht das aus? Ich habe jetzt eine wirklich, 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 wer das Wimmelbild kennt, grobe Skizze gemacht, wie SAFe aussieht. Ja, also das ist wirklich nur extrem grob. So, ich male mal auf, was wir von SAFe verwenden.
Wir haben natürlich Teams, klar, jede Menge davon. Mit Scrum Master, Product Owner. Wir haben natürlich Backlogs. Sprints haben wir auch. Weiß ich gar nicht, ob ich genug Haken gemacht habe. Was wir jetzt neu haben, ist diesen Circle aufgesetzt auf dieser Safe-Programm-Ebene. Das heißt, wir haben die Product Owner-Gruppe zusammengefasst zum Program Management. Wir haben noch eine System Architect Engineering-Gruppe gemacht. Also es ist nicht eine Person, sondern mehrere, und zwar auch mit Kollegen aus den Teams besetzt. So eine Art stabile COP. Ja? Und wir haben einen Release-Train-Engineer. Und übertragen, ja, wir haben den Release-Train, dazu sage ich gleich noch was. Brauche ich nämlich die Zettel, dann gleich die gelben noch. Aus dem Teil hier links, so diesen übergeordneten Strukturen bei Safe, haben wir die COPs. Die funktionieren tatsächlich auch. Gehen auch Leute hin und tauschen sich aus. Selbstverständlich haben wir eine Vision, das hatten wir auch schon vorher. Und wir haben gemerkt, wir brauchen tatsächlich eine Art Systems-Team, die die Vorbereitungen machen, dass die Teams arbeiten können. Das schaffen die Teams nicht alleine tatsächlich, weil die Plattform so komplex ist. So. Und ich hatte eben schon ERT erwähnt. Wir haben auch Elemente aus anderen Strukturen. Nämlich das ERT, das hänge ich mal bewusst hier in die Nähe. Das hat eine gewisse Überschneidung. Wir wissen noch nicht, wie die genau aussieht. Lernen wir gerade. Und wir haben Scrum of Scrum, wo sich die Scrum Master austauschen. Ah, das ist Executive Action Team. Hatte ich eben, das ist Scrum at Scale. Ein Ansatz zu sagen, das Executive Team ist auch ein Scrum Team. Und die müssen genauso arbeiten wie die anderen. Ich habe einen Haken vergessen. Wir haben noch ein PI Planning. Was wir allerdings kleiner gestalten. Da kommen nicht alle aus allen Teams zusammen, sondern Teile der Teams plus die Teams sind im Backup zu Hause. Hat auch damit zu tun, dass wir sehr verteilt unterwegs sind. Mit Tschechien, Slowakei ist, glaube ich, dabei, Bonn, Darmstadt und diverse Einzelpersonen an anderen Standorten. Was haben wir für Schwierigkeiten? Eva hat es schon so ein bisschen angedeutet. Frank, du bremst mich, wenn ich zu lang mache. Ja, ich brauche eine Viertelstunde. Genau. Wir haben natürlich noch einen Wasserfall außenrum. Ne? Und wir sind nicht ganz alleine unterwegs. Müssen wir uns immer abstimmen. Wir haben Datenschutz, Datensicherheit. Da kann man auch nichts alleine machen. Wir haben einen ganzen Strauß an Stakeholdern, die tatsächlich auch unterschiedliche Dinge wollen und relativ schwierig einzufangen sind. Wir versuchen das zukünftig über die Business Owner zu kanalisieren. Aktuell ist es Aufgabe des Program Managements, das irgendwie zu kanalisieren. Ist aber nicht so einfach. Wir haben innerhalb unserer Struktur auch Bottlenecks. Also das Systems Team ist so ein, ne, weil wenn Probleme auftauchen, müssen die das machen. Und wir haben ein sogenanntes Framework Team, was sich um die Weiterentwicklung der Plattform kümmert. Ist auch ein Engpass. Ist ein Problem. Und Continuous Integration, Continuous Delivery geht auch noch nicht so. Also das Thema DevOps ist auch noch nicht besetzt. So sieht das aktuell aus. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, ist ja noch nicht komplex genug. Jetzt kommen noch mehrere Value Streams wahrscheinlich auf dieses Konstrukt zu, weil der Name sagt, Big Data Management Platform, Big Data, da wollen alle drauf zugreifen. Das heißt, wir haben Service-Wertstrom, wir haben einen Business-Wertstrom, wir haben einen Customer-Journey-Wertstrom. Die wollen alle da drauf. Damit wäre ich fertig. Fragen an den Jürgen. Dann würde ich einmal kurz reingehen. Wir haben auch Safe gemacht. Ich will auch kurz erklären, warum, wieso, weshalb die Entscheidung bei uns getroffen wurde. Dazu muss ich aber einmal ganz kurz ausholen, was wir da tun. Wir arbeiten im Moment an einer, ich sag mal, einem völlig neuen Produkt für den Telekom Deutschland Privatkunden-Massenmarkt.
Ich darf über das Produkt selbst nicht reden, aber man kann subsumieren. Das wird sehr viel Aufwand erzeugen, das zu implementieren über die nächsten, ich sag mal, mindestens 1-2 Jahre, bis wir dahin kommen, wo wir irgendwann ankommen wollen. Da es viele Bereiche der Telekom und ihrer Abteilungen berührt, haben wir nicht nur sehr viele Stakeholder aktiv bei uns sozusagen als Interessensparteien drin sitzen. Im Zweifel hat auch jeder, der keine aktive Rolle bei uns im Projekt hat, zumindest mal eine Meinung dazu, die er auch lautstark in irgendwelchen Managementgremien einbringen will. So, das heißt, auf der Seite haben wir zumindest schon mal eine relativ hohe fachliche Komplexität vorgefunden. Technisch haben wir in den bestehenden Applikationen festgestellt, wir werden da nicht weiterkommen. Wir kommen da, was die Eva gesagt hat, aus Release-Zyklen eine Anforderung, circa ein Jahr Vorlaufzeit, bis es budgetiert war, bis es tatsächlich abgestimmt war, nochmal ein Jahr lang und dann circa nochmal 1,5 Jahre Implementierungszeit, also so 28 Monate könnt ihr euch vorstellen, von tatsächlich der Idee im Business bis es ist live. Das wird bei diesem Produkt, was wir da bauen wollen, niemals funktionieren. Wir müssen irgendwas neu machen. Das heißt, wir haben an der Stelle nicht nur gesagt, wir müssen das Zusammenarbeitsmodell ändern, sondern wir wollen auch auf neue Technologie setzen. Das heißt, weg von monolithischen Anwendungen hin zu einem Microservice-basierten Ansatz. Das heißt auch gänzlich neue Technologie. Unsere Business-Seite hat dann auch gesagt, es kommt mal weg von diesem altbackenen, wir wollen alle Kanäle sofort bedienen, sondern macht mal mobile first. Also nicht nur digital first, sondern wirklich mal primäre Entwicklung im ersten Schritt für mobile Endgeräte, aber alle anderen Kanäle, die Telekom bedient, seien es Telekom-Shops, Website, Callcenter, werden irgendwann auch da drauf müssen, ist damit draufgekommen. Zusätzlich sind wir in dem Microservice-Ansatz bisher, ich sag mal, Pioniere zumindest innerhalb der Telekom. Das heißt, was Technologie angeht, auch extrem hohe Unwägbarkeiten. Wir wissen, wir haben eine einigermaßen konkrete Vision, wo wir hinwollen. Das konkrete Feature-Set steht aber noch nicht fest. Es steht unter großem Einfluss von Stakeholdern, die iterativ mit uns den Weg irgendwie beschreiten müssen. Und technologisch wissen wir eigentlich auch noch nicht genau, was wir tun. Was wir gesagt haben, wir brauchen irgendeine Struktur, die hilft, das zu kanalisieren und zu strukturieren. Und dann haben wir uns tatsächlich im Projekt auf die Suche gemacht, was gibt es denn für Skalierungswerkzeuge, sind auch über Scrum of Scrums, Lexus, Next, Less gestolpert, haben wir immer festgestellt, diese ganzen fachlichen Diskussionen irgendwie zu reflektieren und einzufangen, das wird uns da nicht gelingen, weil der kleine PO, der ein Team betreut, der wird von dem Manager, sozusagen von dem SVP irgendwo im Marketing, der wird im Zweifel einfach overruled, weggebuttert und das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir mussten da irgendwie eine Struktur schaffen, die das Projekt schützt und sozusagen eine eindeutige Priorisierung herbeiführen kann. Darüber hinaus haben wir auch festgestellt, die üblichen Skalierungsframeworks skalieren so bis 3, 4, 5 Teams noch ganz gut. Danach wird es mit dem Kommunikations-Overhead in einer schlichten Scrum-of-Scrums-Runde wahnsinnig komplex, damit alle zu Wort kommen, damit man die Abhängigkeiten tatsächlich findet und sich nicht einfach nur stundenlang in Meetings aufhält. Deswegen haben wir uns für Safe entschieden und haben angefangen Anfang diesen Jahres mit 3 Teams aus einer Proof-of-Concept-Phase tatsächlich in die Live-Implementierung zu gehen und sind jetzt bis Stand heute 10 Teams geworden. Das 11. Team, das erste Nearshore-Team in Tschechien, in Prag, haben wir jetzt gerade letzte Woche geonboardet. Das heißt, auch da sind wir noch im Wachstum inbegriffen und lernen jeden Tag auch was Neues. Einmal kurz zum Kontext. Ich würde dann einmal kurz auf unser Modell tatsächlich eingehen, ohne mich in den Tiefen von Safe zu verirren. Weil Safe bringt sehr viel an Struktur mit. Und ich glaube, das, was Jürgen zu Anfang gesagt hat, ist auch aus meiner Erfahrung, was ich jetzt gelernt habe, über das letzte Jahr hinweg durchaus richtig. Wenn man eine Organisation 1:1 nach Safe überführen will, Safe bringt ja durchaus Skalierungsmittel über seine 4 Schichten mit, dass ich durchaus eine 10.000 Mann starke Organisation überführen könnte. Ich kann wirklich jede Person und jede Rolle irgendwie ein neues Zuhause finden. Ich brauche mir aber nicht vormachen, dass diese Organisation danach irgendwie anders arbeitet. Die wird genau das Gleiche tun wie vorher. Das heißt, wir haben überlegt, welche Mittel, Methoden und Rollen aus Safe müssen wir denn besetzen, um zumindest anzufangen zu starten, auch wenn das anfängt zu knirschen. Haben an der Stelle auch viele Fehler gemacht. Eigentlich heißt es, man soll eine Methode immer erstmal 1:1 einführen. Da haben wir uns aber bewusst gegen entschieden gehabt. Das war an einigen Stellen war das gut, an anderen Stellen war das auch schlecht. Ich will mal einmal ganz kurz durchführen und dann vor allem auf die Erkenntnisse eingehen und ein bisschen Bezug nehmen auf deine Thesen eingangs. Wir haben eine Struktur aufgesetzt, das haben wir Customer Experience Camp genannt. Da sind insbesondere Marketeers, Design Thinking, Köpfe mit drin, Pricing-Experten, Strategie-Experten, aber auch IT-Kollegen von uns, Architekten, Business-Architekten, die ein bisschen ausgewogenes Bild damit reinbringen, um tatsächlich mit Design Thinking-Methoden den Kundenbedarf erstmal einzufangen, sich mit Stakeholdern auszutauschen und damit sozusagen diese Produktvision zu schärfen auf zumindest mal ein relativ geschärftes Maß an Ziel, wo wir sagen, damit wollen wir mal starten.
Das Ganze wird dann in unser Business-Owner-Team übergeben. Das sind 3 Köpfe. IT-seitig haben wir dann eine Geschäftsführerin sogar freigestellt bekommen über unseren CIO, weil sie gesagt hat, wir werden in der IT auf so viel Hürden, Bürokratieprozesse und ablehnende Zweifler stoßen. Wir brauchen da jemanden Schwergewichtigen, der sagt, so nicht. Ich halte euch das vom Leib. Das ist tatsächlich eine Geschäftsführerin. Auf der Marketingseite haben wir 2, ich sag mal, mittlere Manager aus dem Produktmanagement und Commercial Management freigestellt bekommen, die an der Stelle, ich sag mal, das Initiativen-Backlog, wie es angelehnt an Jira am Ende des Tages, ich würde sagen, das ist so in der normalen Safe-Methodik ist das Epic und unten drunter kommt das Feature, bei uns heißt das Initiative, nicht verwirren lassen. Die machen sozusagen das strategische Backlog an großen Initiativen, die irgendwie umgesetzt werden müssen. Priorisieren das auch eindeutig und überlegen, was ist denn das Nächste, was wir anfangen müssen und versuchen da auch tatsächlich eine Kadenz reinzukriegen, dass wir das strukturiert abgearbeitet bekommen. Erster Blick darauf, ich habe bei meinem letzten Blick in unser Backlog festgestellt, wir haben da glaube ich 131 Initiativen im Moment drinstehen, teilweise auf Überschriftenebene, teilweise aber auch schon tief ausgearbeitet. Ich habe das mal einigermaßen optimistisch abgeschätzt. Ich komme so auf eine Implementierungszeit zwischen 5 und 30 Jahren, je nachdem, wie optimistisch und pessimistisch man reinkommt. Also da ist noch viel Optimierungsbedarf, insbesondere in der Diskussion mit den Stakeholdern hier oben, was schon tatsächlich mal für so einen MVP-Gedanken implementiert werden kann und wann das fertig wird. Habe ich auch schon mal gesehen. Ja, dafür kann leider das Framework nichts. Das ist einfach wirklich Unternehmenskultur, dass da jeder seine Aktien hat und im Zweifel zumindest eine Meinung hat, was denn sein muss. Das kommt ja auch ein bisschen aus dem, was ich vorhin gezeigt habe. Wir haben alles zentralisiert. Man muss sehen, dass man in die großen Runden reinkommt und da einen Fuß drin hat. Und das ist heute auch noch so. Ja. Eine Ebene tiefer haben wir dann einen Produktmanager aufgesetzt, der sozusagen mit seinem PO-Team, jedes Team ist klassisch nach Scrum aufgestellt, ein PO, ein Scrum Master, ein Dev-Team, das alle Fähigkeiten auch beinhaltet, um das auch live zu bringen, weil wir direkt DevOps verfolgen wollen und weil wir auf der grünen Wiese uns bewegen, zumindest auch keinen klassischen Betrieb vorgefunden haben, der sich verantwortlich fühlt, sondern tatsächlich auch selbst mit Hand anlegen können. Die Kollegen in ihrer Community brechen sozusagen diese Initiativen auf Epics runter, in einem zweiten Schritt auch auf Stories und versuchen dadurch verdaubare und umsetzbare Häppchen für die Teams rauszubringen. Wir haben jetzt über das Jahr festgestellt, das mit der Selbstorganisation hat noch nicht so ganz geklappt, dass diese POs sich vollständig für ihr Produkt interessieren, verantwortlich fühlen und haben natürlich hier oben aus den Initiativen lauter Features gebastelt, ein Feature nach dem anderen. Irgendwann 4 Wochen vor Go Live ist ihnen dann aufgefallen von unserem ersten Vorprodukt, das wir jetzt kürzlich gelauncht haben, Mist, irgendwie so Stabilität, Monitoring, Security, Datenschutz haben wir irgendwie vergessen. Ja, das braucht ja auch kein Mensch, kann ja kein Geld mitverdienen. Haben wir noch irgendwie hingekriegt, zumindest auf einem sehr kritischen Pfad gesagt, worauf müssen wir fokussieren, was ist wirklich das Kritischste, Wichtigste, was wir tun müssen, damit wir mal initial launchen können, auch wenn das geschmerzt hat. Sind beispielsweise auch den ersten Tag ohne Monitoring gestartet, wussten noch gar nicht, was die Applikation tut und haben erst am dritten Tag haben wir gemerkt, dass wir am Tag nach dem Launch 3 Stunden Downtime hatten, ohne dass es jemandem aufgefallen war. War ganz witzig, aber war auch ein Learning. Seitdem ist das Thema zumindest hochprior und wir haben uns jetzt gerade vor 2 Wochen eine tatsächlich 2-tägige Retro mit dem gesamten Team gegönnt, allen Business-Ownern, und haben die Teams komplett mandatiert, Entscheidungen zu treffen, wie was wir verändern müssen, damit wir uns besser aufstellen können. Eine Initiative, die rausgekommen ist, dass wir jetzt einen System Engineer etabliert haben als Rolle. Den hätte Safe ursprünglich sogar vorgesehen. Wir hatten uns dagegen entschieden, weil wir dachten, das kriegen die Teams schon irgendwie hin, sich gegen ihren PO durchzusetzen, auch die wichtigen Themen in das Produkt-Backlog zu kriegen. Hat sich zumindest übergreifend nicht bewährt. Deswegen haben wir jetzt mal eine Rolle ausgeprägt, die jetzt sozusagen zumindest mal übergreifend moderativ mit den Teams arbeiten soll und so ein bisschen Lobbyist für die NFAs am Ende auch in den Backlogs spielen kann. Damit die Teams zumindest jemanden haben, der sozusagen ihre Anforderungen an das Produkt auch gegenüber unserem internen, ich nenne es mal Management, vertritt. Das Ganze fließt dann, sage ich mal, in ein eindeutiges Backlog, was auch durchaus eindeutig priorisiert ist. Wir haben, genau was Eva gesagt hat, durchaus Wasserfallabhängigkeiten in die drumherum liegenden Systeme. Die steuern wir aus, die laufen in einen klassischen Anforderungsprozess rein, werden dann irgendwann geliefert und wir müssen sehen, dass wir unseren Teil fertig haben, sobald die Wasserfallanteile dazukommen. Das heißt, da müssen wir irgendwie den bestehenden Prozess bedienen, versuchen das auch gut möglich, ohne uns dazu sehr zu verbiegen. Da kommen wir aber nicht dran vorbei. Den übrigen Teil routen wir dann tatsächlich in unseren Release Train rein. Da bin ich jetzt seit knapp 3 Monaten der Release Train Engineer. Das ist vorangegangen, eine halbe, dreiviertel Jahr war ich einer der Scrum Master aus den Teams. Und hier haben wir so ein paar Facetten in Safe gefunden,
die sich bei mir auf den ersten Blick total schräg angehört haben. Also wirklich agil, 12 Wochen im Voraus planen, was ist das denn für ein Mist, das braucht doch kein Mensch. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Dinge gefunden, die sehr gut getan haben, sowas wie ein Innovation- und Planning-Sprint am Ende. Und am Ende des Tages, glaube ich, man kann aus dem Framework tatsächlich viel, viel Gutes tun, auch wenn man es sehr reflektiert einführt und sehr reflektiert nutzt. Ich habe meinem Team im Zweifel immer gesagt, wenn wir in das Program Increment Planning gegangen sind, das ist wirklich eine 2-Tages-Big-Room-Veranstaltung, wo die Teams an den Tischen sitzen, mit ihren POs ihre Stories schreiben, refinen, Abhängigkeiten diskutieren, auflösen und ein heilloses Herumtreiben tatsächlich im Raum auch ist. Ich habe zu meinem Team gesagt, es ist mir eigentlich egal, ob ihr bis zu Ende irgendwie Stories geschrieben habt und aufgeplant und euch irgendwie da committed. Eigentlich ist es für mich nur wichtig, dass wir wissen, welche Sprintziele wollen wir denn eigentlich im Groben erreichen, um das Train-Ziel irgendwie zu supporten und was für Abhängigkeiten und Lieferbeziehungen haben wir denn zu anderen Teams. Weil das ist aus meiner Sicht der primäre Treiber, warum macht man überhaupt so ein Program Increment Planning und macht es nicht einfach nur alle 2 Wochen? Einfach weil die Teams Abhängigkeiten haben. 10 Teams an einem Produkt arbeitet, ist immer irgendwer auf irgendjemand anders angewiesen. Und wenn ein Team das nicht abliefert, muss der andere zumindest Bescheid wissen, Transparenz darüber haben und reagieren können. Das ist so der primäre Treiber da drin. Das heißt, das Sprint-Planning, wir gehen da meistens rein mit, ja, der erste Sprint schon einigermaßen durchgeplant, auch auf einer Story-Ebene, den zweiten auch schon mal mit einem guten Vorhaltewinkel, 70-80%. Drüber hinaus, den dritten, vierten Sprint haben wir nie wirklich ausgeplant. Das ist immer so auf einer Sprint-Goal-Ebene gewesen, vielleicht einen Notch tiefer, aber zumindest um Abhängigkeiten zwischen den Teams auskundschaften zu können. Unser Safe-Coach hat immer gesagt, nein, ihr müsst das Ganze ausplanen. Ich habe das immer verteidigt und habe gesagt, nee, das finde ich totalen Unsinn, das ist Waste. Wir planen sowieso alle 2 Wochen neu und warum soll ich mir denn jetzt die Arbeit machen, Sprint auszuplanen, der in 6 Wochen sowieso ganz anders aussieht. Da haben wir uns dann gestritten, ich habe mich durchgesetzt und hatte das akzeptieren müssen. Alle Teams. Alle Teams, alle Menschen, also auch die gesamten Teams, genau. Ja. So, was haben wir noch vorgefunden? Diesen Innovation- und Planning-Sprint. Das war tatsächlich ganz witzig, weil wir hatten den gar nicht auf dem Radar. Der ist uns irgendwie zugefallen. An sich ist das eine total coole Geschichte, ein Framework zu nehmen, das explizit Raum für Innovation vorsieht. Gerade in diesem Kontext, wo ich 10 Teams habe, die in einer so engen Lieferverflechtung sind, wartet immer jemand auf den anderen. Irgendetwas muss ich immer für jemanden fertigstellen. Das heißt, ich kann eigentlich selten mich mal zurücklehnen, mal mich aus dem Geschäft rausziehen und überlegen, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich muss doch eigentlich mal auch eine neue Technologie für das, was ich als nächstes vorhabe, einführen. Den Service, den ich hier geschrieben habe, ja, der erfüllt den Zweck, der ist aber eigentlich nicht gut. Den müssen wir nochmal komplett refactoren, den müssen wir umbauen. Das würde ich nie tun oder es wird mir sehr schwer fallen, zumindest in dieser PO-Runde, das durchzusetzen, wenn im Zweifel immer jemand anderes auf mich wartet, damit er seine Prioritäten durchsetzen kann. So dass wir den tatsächlich irgendwann großen Gefallen da gefunden haben. Das hat die ersten 2, 3, 4 Trains nicht so ganz funktioniert. Mittlerweile haben wir den POs verboten, Features in diesem Sprint zu planen. Also wirklich gesagt, Kollegen, da will ich keine Features drin sehen. Wer dagegen verstößt, kann gerne zu mir kommen. Wir diskutieren das aus. Ihr habt aber wenig Erfolgsaussichten dafür. Hat tatsächlich ganz gut funktioniert beim letzten Mal. Witzigerweise, die Teams nehmen den mittlerweile als ihren Sprint wahr und selbst wenn ich nur versuche, ein übergreifendes Meeting anzusetzen, springen mir schon 10 Scrum Master an den Hals, die sagen, wie kannst du denn nur? Das ist unser Sprint, da wollen wir coole Dinge machen, lass uns in Ruhe mit übergreifenden Geschichten. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, das, was da an Innovationen gemacht wird, das sind wirklich diese Refactoring-Themen. Das ist die Frage, haben wir ein besseres Test-Tool? Können wir mal dieses und jenes ausprobieren? Das ist im Sinne der Sache und das ist keine Spielerei für hochbezahlte Leute, sondern das hilft uns weiter. Mhm. Und das muss man auch erstmal verstehen als Unternehmen. Gefährlich ist es natürlich dahingehend, und das hatten wir auch ein paar Mal durchaus erlebt, dass dieser Sprint gerne dazu genutzt wird, in den ersten 4 Sprints sich total auf die featureseitige Ablieferung zu kümmern, viel technische Schuld aufzubauen, die Teams am Ende aufräumen zu lassen. Das ist schwierig. Das lässt sich auch durch zentrale Ansagen nicht verhindern. Also da muss man die Teams zu sensibilisieren, sie dazu bewegen, auch mit den Scrum Mastern gemeinsam im Zweifel sich durchzusetzen und sagen, nein, wir müssen das jetzt machen. Deswegen haben wir irgendwann die System-Demo, sozusagen das große Review mit allen Stakeholdern, nicht am Ende des Innovation-Sprints angesetzt, sondern am Ende des 4. Feature-Sprints, damit diese ganze Polishing-Arbeit nicht mehr im Innovation-Teil stattfindet, weil die Features sind ja fertig, aber es muss ja hübsch aussehen. Insofern haben wir da auch schon mal ein Learning gehabt. Was wir auch hingekriegt haben, aber das ist der Technologie auch geschuldet, dass wir
zumindest in den Teams, die auf Microservices angefangen haben, ein rigoroses Continuous Integration Deployment schon hinkriegen. Also wir haben auch schon mehrfach täglich mittlerweile deployed, obwohl wir in Produktion sind, haben unsere POs zum Teil nicht mal mitbekommen. Haben die POs aber gesagt, nee, das muss raus, das ist fertig, das machen wir jetzt so. Witzigerweise aus dieser ganzen, die Telekom-IT möchte jetzt Digital Hubs aufbauen und das halt an vielen Stellen einführen, sprießen da jetzt gerade so ein paar Stilblüten hoch, sodass das übergreifende Release-Management der Telekom-IT für sich doch beschlossen hat, es wäre doch total sinnvoll und total toll, die Release-Kalender von allen Digital Hubs, also diese Release-Trains, alle gleich zu schalten. Dann können die auch alle gleichzeitig deployen. Was war dein Mittel dagegen? Ja. Ich wollte gerade mal ins Publikum fragen, was wir denn da antworten sollten. Wer traut sich? Ich habe der Kollegin eine relativ suffisante Antwort geschrieben heute Morgen noch, nachdem ich die Frage gekriegt habe. Ich habe gesagt, ja, ich kann dir den Release-Kalender oder unseren Train-Kalender für nächstes Jahr gerne schicken. Da steht aber nichts drin, was für dich von Relevanz ist, weil das Einzige, was da drin steht, ist, wann wir nicht deployen. Das sind nämlich die 2 Tage, die wir im Program Interim Planning sitzen und planen. Da wird niemand irgendwas releasen. Releasen tun wir in den 4 Sprints dazwischen. Also das Projekt released 5 Tage die Woche, 52 Wochen das Jahr über. Ich kann dir den Kalender gerne schicken, dann weiß an welchen 2 Tagen in alle 3 Monate wir das nicht tun. Habe jetzt noch keine Antwort gekriegt. Ich bin mal gespannt, ob sie das so akzeptieren. So, wir haben jetzt, glaube ich, noch 5 Minuten, ja? Genau. Ich könnte hier heillos weiterreden. Ja. Ich glaube, das sind so die größten Learnings, die wir gemacht haben. Vielleicht das, was tatsächlich bei uns sehr stark wehtut, und das geht so ein Stück weit in die Geschichte oder die übergreifende Überschrift auch von, sag ich mal, der Veranstaltung hier, die 2 Tage. Culture eats Agile, und das ist tatsächlich schwierig. Dafür kann auch Safe im Zweifel bei uns gerade nichts, weil der Einfluss der Stakeholder nimmt gerade exorbitant zu. Also seit wir vor 2 Wochen, 3 Wochen live gegangen sind, werden auf einmal die Stimmen heißer, was denn wer jetzt als nächstes zu tun hat. Feedback wird nicht mehr Feedback und priorisiert, sondern das ist zu machen, das ist zu liefern. Und das MVP, ne, die 130 Initiativen, die ich meine, die sind zwar noch nicht mal ganz ausspezifiziert, da liegen schon die 50 nächsten, und live gehen sollten wir ja nächstes Jahr damit. Also da ist der ganze agile Gedanke mit Produktinkrementen noch nicht ganz zu Ende geführt, aber sind zumindest optimistisch, dass wir im Zweifel in einem postfaktischen Zeitalter einfach durch Faktenlage jeweils das Wichtigste gebaut haben. Und dann müssen wir mit Management diskutieren, ob das jetzt reif genug ist, um es auf den Markt zu werfen. Ich habe hier eine Hand gesehen. Ich arbeite auch schon länger in Projekten mit Safe, Teamebene. Ich sage jetzt mal, kriegt man in der Regel immer gehandhabt, und die meisten Diskussionen finden auf der Programm- oder Portfolio-Ebene statt. Gerade in Großkonzernen, wo ich jetzt auch stecke, ich werde immer als erstes gefragt, kriege ich denn auch mein Reporting hin? Und wo sind meine KPIs, dass ich das alles einsortieren kann, damit ich weiß, dass ich auch alles, das, was ich angefordert habe, rechtzeitig bekomme? Und ich habe gesehen, du hast die Metrics da auch angemalt bei dir in deinem Safe, wie habt ihr das gelöst? Also du siehst, dass da kein Haken hängt. Also es ist tatsächlich noch nicht gelöst. Also im Sinne von, wir wissen wirklich, was wir wie reporten, also um den Begriff mal zu nennen. Also das läuft zum Teil klassisch noch, das läuft zum Teil unter der Hand, wird irgendwie so hingestückelt, dass es dem Empfänger dient. Ja, aber es ist kein offizieller Reporting-Prozess. Stand jetzt. Und du hast ja vorhin... Keine anderen KPIs für euch eingeführt? Nein. Es gibt mal so Ansätze, die Storypoints zu nehmen. Das ist natürlich aus unserer Sicht totaler Schwachsinn. Ja, aber es gibt so Ideen, weil natürlich das Management versucht, das irgendwie zu greifen, was die da so treiben. Ja. Und wie ihr zu Anfang gesehen habt, wir sind sehr unterschiedlich unterwegs. Wir sind evolutionär unterwegs. Die Kollegen werden wahrscheinlich das klassische Monitoring nutzen, aber auch in den größeren Teams mit 100, 150 Leuten, die auch unter Digital Hubs laufen. Es gibt welche, da kommt man in die Büroräume rein, da hängen erstmal Burndown-Charts. Und es gibt welche, da muss man lange suchen, um überhaupt einen Burndown-Chart zu finden. Das ist alles noch am Weg. Wir wissen noch nicht genau, was kommt. Und wie Jürgen gerade sagte, so die eine oder andere Initiative weiß auch noch nicht, wie man das sinnvoll machen kann. Das hat für mich auch viel mit Backing aus der Organisation zu tun, ne? Was man irgendwie an Status reporten will, was eigentlich relevant für die Organisation ist. Eigentlich will ich mich ja über die Inhalte unterhalten und nicht über irgendwelche Ampelfarben. Und da ist das für mich mit der Hierarchie auch ganz gut durchgekommen. IT-seitig hat, wie gesagt, unsere Business-Ownerin, die da eigentlich eine Geschäftsführerin ist, die freigestellt wurde, einfach gesagt, Reporting machen wir nicht. Wir haben alle 2 Wochen Sprint-Review, alle 10 Wochen Train-Demo. Kommt vorbei, guckt euch an, wo wir stehen.
hat funktioniert. Aus der IT waren die Stimmen tot. Marketingseitig sind die Jungs mittlerweile alle zwei Wochen im Marketingboard und müssen erklären, wo sie sind. Okay, also danke, das wäre auch mein Wunsch, dass man das genau so macht, im Sinne von, ihr habt immer die Möglichkeit, es euch anzugucken, aber meine Erfahrung ist aktuell bei uns, also bei der Lufthansa, ich kriege es auch noch nicht durch. Ja, das, da müsste sich ja jemand bewegen, ne? Man lässt ja dann lieber kommen. Ja. Hier, keine Mindset-Änderung, ne? Habe ich hier stehen. Ja. Ab wie viel Team macht denn Safe Sinn? Schwierige Frage. Also je nachdem, wie du es ausbrichst, kannst du mit dreien durchaus anfangen. Also wir haben Teams, die wo drei Teams zusammenarbeiten, wo wir gar kein Safe nutzen. Ich glaube, bei BDMP OCC ist dann irgendwann spannend geworden, als wir so 7, 8 Teams hatten, ja, wo man gemerkt hat, dass mit den Abhängigkeiten und der Kommunikation wissen eigentlich alle und eigentlich weiß auch jeder, wer mit wem redet, aber es funktioniert trotzdem nicht. Es fällt doch zu viel runter, was nicht funktioniert hat. Vielleicht wird das irgendwann in einem Jahr, werden wir vielleicht sagen, die Sachen brauchen wir nicht mehr und wir bauen wieder zurück. Also das hat an der Stelle, wo wir 3 bis 4 Teams hatten, die auch inhaltlich sehr eng zusammengearbeitet haben, haben die das auch selber noch hingekriegt. Aber ich habe ja eben gesagt, Plattform, das heißt, viele greifen drauf zu, die kennen sich erstmal gar nicht unbedingt. Das geht alleine aus. Also die mussten sozusagen gezwungen werden, tatsächlich mal miteinander zu reden, strukturiert. Und dafür war dann Safe hilfreich an der Stelle. Aus unserer Wachstumskurve dieses Jahr hätte ich auch gesagt, 3 bis 4 Teams hat gut funktioniert. Die stimmen sich auch so noch ab, damit jeder eigentlich weiß, was gerade passiert. Ab dem 5. war der strukturierte Überbau sehr hilfreich. Weitere Fragen? Ich komme. Mich würde noch interessieren, könnt ihr was zu euren Pipes sagen? Du hattest, glaube ich, am Anfang erwähnt, ihr macht es nicht mit dem kompletten Team face-to-face an einem Ort, sondern nur vermutlich mit Teamvertretern. Was sind da eure Erfahrungen mit? Wie läuft das so? Wir haben das jetzt das erste Mal gemacht und die Aussage habe ich hier auch hängen. Das war überraschend offensichtlich, obwohl nicht alle Teammitglieder dabei waren. Also das hat in der Auswahl der Teammitglieder zusammen mit Stakeholdern, Product Owner und Scrum Master schon mal gut funktioniert. Wir werden das beobachten. Das ist das, was ich auch versuche, immer einzubimsen. Das ist jetzt kein fertiges System und ihr lauft da auf ewig weiter. Ihr müsst immer nachdenken, ihr müsst immer lernen, ihr müsst euch weiterentwickeln. Und beim nächsten wird es vielleicht anders sein. Das kann ich noch nicht sagen. Ja. Beantwortet das die Frage? Also, wir haben ein bisschen anderen Ansatz. Wir sind ja mittlerweile im 5. Release-Train. Wir haben immer alle Leute wirklich vor Ort geholt, Big Room-Planning gemacht. Das hat enorm geholfen, weil die Teams sich durch Business Owner noch mal klar gesagt haben, was sind denn die Prioritäten für die nächsten Wochen, damit man einfach sich ausrichten kann. Also, so den Scope-Creep auch ein Stück weit verhindert und immer wieder einfach noch was draufsetzt. Aber vor allem diese Abhängigkeitsdiskussion, gemeinsames Refine mit Abhängigkeiten sauschnell auflösen zu können, weil die anderen 3 Teams, mit denen ich mal was zusammenbauen muss, einfach direkt im Nachbarraum sitzen. Das hat enorm geholfen. Ich habe eine Frage, wie autonom sind die Teams? Also in der Umsetzungs-, ich sag mal, wie sie was umsetzen, was sie für Tools nutzen. Sind die sehr stark eingeschränkt oder haben sie wirklich Freiheiten? Sind sie wirklich ein agiles Team? Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich zwischen uns beiden. Ich kann mal bei mir anfangen. Wir haben tatsächlich mit Microservices angefangen, haben den Teams große Freiheitsgrade gegeben. Mittlerweile stellen sich selbst die Frage, ob das nicht an einigen Stellen auch ineffizient war, weil sie sich nicht abgestimmt haben und bestimmte Mechanismen einfach doppelt gebaut haben. Aber ich glaube, so ein bisschen kontrollierte Redundanz ist auch gar nicht schädlich. Wir halten das sehr hoch und das ist auch ein echt wertvolles Gut, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben das anders gelöst, entgegen der Ratschläge, die wir eigentlich hatten, vom Stichwort mundfusselig reden. Wir haben einen Engpass eingebaut, das heißt, wir haben ein Team, das sich um die Plattform kümmert und damit sind die anderen Teams, die auf dieser Plattform arbeiten wollen, gehandicapt. Und das macht auch tatsächlich Probleme. Das führt zu Streitereien, das führt zu Wagenburg-Mentalität, das führt natürlich zu Verzögerungen. Bislang haben wir es noch nicht auflösen können. Und was man auch merkt, ich bin ja beim Frank da gerade auch im Projekt mit unterwegs, innerhalb der Teams ist so der Zusammenhalt auch immer ganz gut. Wenn es über die Teams drüber hinausgeht, gibt es halt sehr unterschiedliche
Charaktere auch. Es gibt Leute, die sehr weit sind als mit einem agilen Mindset und die ganz massiv auf Autonomie pochen. Und es gibt andere, die schreien nach Rahmenbedingungen, die schreien danach, Vorgaben zu bekommen. Das ist nicht immer ganz einfach, so dass halt in den Kopf auch mal ganz kräftig knallt und der eine sagt, ich gehe doch da gar nicht mehr hin. Ne? Also da arbeiten wir auch gerade dran, da nochmal ein bisschen Feinschliff reinzukriegen, aber so ganz autonom oder nein, so ganz gleiche Sicht haben wir da noch nicht drauf. Gut, dann vielen herzlichen Dank für den interessanten Vortrag.